kommt nichts von alleine, du musst schon was machen. Und nur Lernen und Wissen bringt dich nicht weiter, wenn du nicht ins Tun kommst. Aber dann merkt man wirklich, okay, das Produkt muss ich kaufen, um es wieder schnell wieder zu verkaufen. In der und der Gegend und nicht außerhalb. Herzlich willkommen zum nächsten Investoren-Talk. Und heute habe ich auch wieder einen besonderen Gast, der ja gerade erst richtig mit Immobilien durchstartet und bei mir aus der Nachbarschaft kommt, aus Bremerhaven. Ja, Marvin, stell dich einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, ich komme aus Bremerhaven, bin 33 Jahre jung. Bin vor, ja gut, knapp ein Jahr bei dir gestartet im Coaching. Bin auch recht erfolgreich gestartet. Und ja, wo will ich hin? Ich will mein Immobilienportfolio aufbauen. Ich möchte erfolgreich werden im Immobilienhandel. Ne? Da will ich hin. Das ist das, was ich vorhabe. Wie bist du denn überhaupt auf Immobilien gekommen? Ach, gute Frage. Ich bin 2019 bin ich angefangen und habe mir die erste Wohnung gekauft. Die vermietet als Airbnb, klassisch in Bremerhaven ist es super. Und bin dann ja so langsam reingerutscht, habe noch eine zweite gekauft. Und ja, dann habe ich glücklicherweise Ole kennengelernt. Ole ist langjähriger Teilnehmer bei dir, auch, ja, ich glaube, auch Freund und auch sogar Geschäftspartner. Ja, und Ole und ich, wir haben uns sehr gut verstanden. Und sind, anfangs erstmal ist eine Freundschaft entstanden und irgendwann sind wir dann, hat er mich auch, Mensch, hat er gesagt, Mensch Marvin, guckt euch das mal genauer an, was ich hier so mache. Und ja, und dadurch bin ich dann zu dir gekommen. Ja, glücklicherweise, muss ich sagen. Dann hat ein Teilnehmer aus dem Coaching dich davon überzeugt, dass du das auch machen solltest, weil er selber so erfolgreich ist. Genau, ja. Richtig, ja. Ja, also Ole ist ja schon seit 2018 dabei und war schon sehr lange dabei und auch ein erfahrener Hase oder ist ein erfahrener Hase und ja, und dadurch hatte ich sozusagen auch direkt jemanden an der Hand, der mir gesagt hat, mach das so und hatte direkt jemanden, der mir gesagt hat, wie ich Dinge machen soll und was ich zu tun habe und konnte ich auch gleich, ich sag mal, zusätzlich zu den Calls auch noch doofe Fragen bei ihm stellen und das ist, also ich sag's immer wieder, das ist wie auf einer Autobahn fahren, aber nicht rechts, sondern links. Und das aber Vollattacke, ne? Ja, ist natürlich das Tolle und das ergibt sich ja auch bei uns im Coaching, in der ganzen Community, dass man sich mit den Leuten austauscht hier und dann natürlich dann auch einen Mentor sich dazu nehmen kann, der schon länger dabei ist. Und gerade Ole ist ja erstens ein ganz toller Mensch, fair, ehrlich und wirklich sehr, sehr erfolgreich, der aber auch genau das Konzept so durchzieht, wie ich es dann den Leuten auch beibringe. Und ja, das ist natürlich toll, dass er dich dann auch an die Hand genommen hat. Was hast du denn bisher davon umsetzen können jetzt in den letzten, ja, schon Monaten oder mehreren Monaten? Ja, also ich bin jetzt, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr als ein Dreivierteljahr dabei. Ja. Und bin, eigentlich so ersten Monat habe ich die Education gemacht, viel gebüffelt, das bisschen hinterher, also alles, was so, ja, im Backoffice und alles, was so links und rechts passiert, habe ich aufgebaut. Also erstmal nur quasi gebüffelt. Im zweiten Monat habe ich angefangen quasi mit der Akquise, bin auf die Straßen gegangen, habe Besichtigung gemacht, wirklich auch diese Regel, was, also du hast es irgendwann mal so beiläufig gesagt, mach fünf, also diese 5-1-5-Regel, glaube ich. Ja. Oder mach einfach jeden Tag das 5 Anrufe und geh auf Besichtigung und mach es einfach. Und das habe ich dann im zweiten Monat wirklich gnadenlos so durchgezogen. Das war dann der zweite Monat. Und im dritten Monat habe ich eine Wohnung gekauft, meine erste. Fantastisch, ja. Das ist, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich auch so eine Sache, was ich immer predige, das ist diese Selbstdisziplin. Es kommt nichts von alleine, du musst schon was machen. Ja. Und nur Lernen und Wissen bringt dich nicht weiter, wenn du nicht ins Tun kommst. Und deswegen haben wir so eine Regel eben, die dann eben auch alle befolgen sollen und zumindest sich wirklich eine Stunde am Tag sehr intensiv, volle Pulle, sich darauf zu konzentrieren und wenn du dann das richtige Warum hast, dann machst du es auch und du hast es eben perfekt gerade erklärt, dass du dich erstmal informiert hast und dann genau diese Sache dann auch umgesetzt hast und ja, wie ging es dann weiter mit der ersten Wohnung? Ja gut, die erste Wohnung war natürlich so, wie es war, viele Fehler sind entstanden, viele Dinge, die ich dann wirklich gedacht habe, ja, machst du so, ja, das machst du noch selber.
Ja, habe ich wirklich gut. Also auch ein bisschen daraus lernen müssen, oder was heißt ein bisschen, ich musste daraus lernen, habe aber, glaube ich, bei weitem nicht so viele Fehler gemacht, wie ich hätte gemacht, wenn ich dich oder auch Ole nicht gehabt hätte. Also Ole ist wirklich mit mir in die erste Wohnung eingegangen, hat mir gesagt, pass auf, das machst du, das machst du, das machst du, das machst du nicht. Das war dann wirklich schon so, okay, alles klar, ich weiß es. Jetzt weiß ich, wie es geht. Oder ich hab's drin, so, ne? Ja, dann habe ich diese Fehler gemacht, habe es auch ja, bereut am Ende des Tages, dass ich die Fehler gemacht habe. Werde sie auch nicht wieder tun, sowas wie eine Küche einbauen. Es war ja, aber war auch erfolgreich. Ich bin da gut rausgegangen mit, weiß ich gar nicht, 30% oder sowas an Marge, wo ich sage, vernünftig, wirklich vernünftig. Bin dann sozusagen, habe diese ganzen Fehler beim zweiten Deal halt überhaupt nicht mehr gemacht. Ja. Und so nahm das dann Ganze seinen Lauf, ja. Das ist eben auch ganz besonders wichtig, gerade auch im Einkauf, dann in der Grundkalkulation, dass du eben jetzt zum Beispiel nicht dann kalkulierst, ich muss eine Einbauküche einbauen, und eben auch viele andere Sachen, dass du einfach schneller, einfacher und sicherer kalkulieren kannst. Und das lernt man eben bei uns, dass man das eben auch wirklich so macht, wie der Markt es braucht und nicht, wie du emotional jetzt handeln würdest, wenn du für dich selber eine Wohnung ausstatten möchtest. Wir sind eben vergleichbar mit all den anderen Immobilien, die aktuell auf dem Markt sind und nicht mit der top sanierten Objekt, ja, Neubauimmobilie vielleicht oder. Ja, da muss man schon wissen, wo investiert man sein Geld, seine Zeit rein. Ja. Aber dann weiß ich, es ging sehr, sehr gut weiter. Ja, kurze Zeit später hatte ich dann sogar schon wieder zwei Projekte vor der Brust, wo ich dann wirklich so ein bisschen sagte, uiuiui, das geht jetzt aber los. Und wovon ich dann glücklicherweise auch durch meinen Mentor eins abgesagt habe, wo ich auch echt dankbar drüber bin, weil da dann so Kleinigkeiten so hinter groß rumkamen, wo er dann gesagt hat, Mensch, da muss er noch was am Preis machen, hat er ja dann nicht mehr am Preis gemacht. Und habe ich dann zum Glück auch mal abgesagt, weil das war auch eine wichtige Erfahrung für mich, zu sagen, hey, das ist es dann nicht, auch wenn es im ersten Moment nach einem Deal aussah und im zweiten Moment dann aber doch kein Deal mehr war. Und das war gut, dass ich da auch, habe ich auch, glaube ich, mit dir drüber gesprochen. Und ja, aber dann habe ich trotzdem eine von den beiden Wohnungen gekauft. Und das war wirklich, ja, ich habe, glaube ich, letztes Mal geguckt. Also von Notartermin bis Notartermin waren das 50 Tage. Und da war eine Aufbereitung dabei und dann natürlich auch die 14 Tage Fristen. Also ich Ja. hatte 12 Tage Renovierung. Und 6 Tage war ich online. Ich hatte 3 Barzahler, also Direktverkäufer. Und Ja. ich war bei, jetzt muss ich lügen, ja, also, und ich habe sogar über meinem Exposé-Preis verkauft. Da habe ich dann noch gesagt, macht die Wohnung teurer, oder? Ja, genau, richtig. Genau. Und ich hätte sie noch teurer mal wahrscheinlich noch machen können. Hätte immer noch den Exposé-Preis bekommen. Aber hey, ich war immer noch sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich gekriegt habe, ne? Aber das ist ja auch so, man muss leben und leben lassen, auch der Käufer muss zufrieden sein. Wir wollen nicht überzogene Preise haben, wir wollen eben faire Preise haben, das muss unsere Kalkulation passen. Und deswegen verkaufen wir auch wiederum so schnell, ja. Das können ja viele gar nicht verstehen, dass, wie du sagst, eine 12-tägige Aufbereitung innerhalb von 50 Tagen schon den Kaufvertrag für den Verkauf schon wieder unterschrieben und so. Die meisten, die das eben das System nicht kennen, die kaufen eine Wohnung, wissen gar nicht, wer es kauft, wissen gar nicht, wen muss ich ansprechen für eine Renovierung und. All diese Sachen hast du ja dann bei dem zweiten Objekt wirklich perfektioniert und es wird ja immer besser, systematischer bei dir, dass du sicherer bist und. Wo soll es hingehen, Marvin? Was ist dein Ziel für die nächsten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre? Ja, habe ich in der Tat vor gut 4 Wochen habe ich das alles aufgeschrieben, weil ich bin gerade dabei, mir so ein bisschen auch, also das heißt ja immer, du bist die Summe deiner 5 Freunde. Ja. Ich halte davon sehr, sehr viel und das heißt nicht, dass ich meine alten Freunde vernachlässige, ganz im Gegenteil, sondern ich habe mir sozusagen nochmal 5 Mentoren zusätzlich gesucht, die sozusagen mir in gewissen Bereichen auch nochmal mich unterstützen oder mir einfach die Fragen beantworten, die ich einfach habe. Und da habe ich mir meine Ziele aufgeschrieben. Und ja, ich sage mal, nächstes Jahr bin ich bei 15 Objekten, die ich handeln möchte. Und 15 bis 18 Objekten. Und danach das Jahr bin ich bei 30 Objekten. Ich glaube, so wie du aufgestellt bist und so diszipliniert, ich glaube, das ist schon realistisch, 2 Objekte im Einkauf zu finden, weil du bist ja auch ein bisschen flexibel in der Entfernung oder sage ich mal, ja. Und du bist ja auch prädestiniert dafür,
Partnerschaft einzugehen. Ich weiß, du machst sehr viel auch mit Partnerdeals und das machst du auch super toll. Und ich glaube, du würdest auch noch den einen oder anderen Partner wieder noch ins Boot nehmen, der vielleicht die Kapazitäten hat, die finanziellen Möglichkeiten hat. Und das machen wir sehr stark ja bei uns im Coaching, dass wir da eben auch Geld und Wissen oder auch Tun zusammenbringen. Ja. Definitiv, definitiv. Und das ist wirklich so, dass die Projekte sind da. Das ist momentan ist wirklich nur limitiert an dem, dass man sagt, okay, man hat momentan nicht die Zeit. Wobei sich das auch so ein bisschen gerade ändert bei mir. Ja, was natürlich schön ist, aber wenn, also es ist wirklich die Deals sind da und man macht auch gerne. Also ich zum Beispiel mit Ole auch just einen abgeschlossen, den Deal. War auch eine Altbauwohnung, 12 Tage Renovierung. Und da haben wir auch einmal oben unten links rechts gemacht, ne? Das macht allen Spaß, ne? Ja, und so soll es ja auch sein, dass du dir wirklich das System umsetzt, dann auch wirklich, wie gesagt, nochmal wieder diszipliniert umsetzt und dann auch ganz genau weißt, wofür du das machst. Und ich glaube, das Warum, das hört man hier im Hintergrund, dass du eben Familienvater bist und dass du wirklich auch für deine Familie was erreichen möchtest, aber trotzdem extrem risikoarme Deals machen willst. Du tust nichts, was wirklich deine finanzielle Lage gefährden könnte. Natürlich kann es mal sein, dass hier und da ein Deal mal mit Plus oder Plus-Minus ausgeht, ja, also theoretisch so eine Nullrunde. Da müssen wir aber auch als Händler mit rechnen, aber wir machen keine spekulativen, riskanten Geschäfte, was wirklich dann zum Totalverlust führen könnte oder so. Also das muss man auch sagen, also dadurch, dass ich habe jetzt die Vermarktung auch selber gemacht, da merkt man wirklich, wo die Bedürfnisse seiner, also in Anführungsstrichen seiner Kunden sind und oder von den Käufern sind. Und da merkt man wirklich, okay, ich habe dann mal ein Projekt eingekauft, da war kein Balkon dran. Das war dann ab und an ein Manko. Ab und zu, bei einigen war es nicht so. Aber dann merkt man wirklich, okay, das Produkt muss ich kaufen, um es wieder schnell wieder zu verkaufen. In der und der Gegend und nicht außerhalb. Also das ist das, was, und das, und dadurch sind dann auch teilweise auch also mein zweites Projekt in der Gegend ging wirklich sehr schnell weg. Und also, ja. Gut, ich drücke dir die Daumen, bleib einfach dran, bleib uns so erhalten, wie du bist, danke. So positiv und freundlich und sympathisch und ja, dann geh deinen Weg. Ich hoffe, wir gehen noch lange zusammen und dass du wirklich das erreichst und ich hoffe, das noch zu toppen, was du dir vornimmst und ich wünsche für dich und natürlich für deine Familie alles, alles Gute für die Zukunft. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, und dann danke, Olli. Wünsche ich dir was. Danke, Olli. Sehr, sehr gerne mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.